sehr ähnlich erlebt so. Jetzt kommt noch einer hoch, na klar. Ich glaube, das kann man vergessen hier. Das ist eine Challenge. Das ist eine Challenge. Das ist von DayZ einfach so ein Minigame. Genau. Ich habe auch jetzt Minigame. Weicht den Zombie aus, die immer mehr werden. Okay, der Schuss war gut. Ich kann mal gucken, ob ich vielleicht Muni drin finde. Ja klar, ich finde was zu trinken drin. Achtung. Okay, das ist stark, das Ding, kann das sein? Mensch, das ist ziemlich gut, ja. Scheiße. Aber der buggt halt auch ziemlich hart rum. Hätte ich Muni, würde ich jetzt auch hier snacken, aber... Ich renne wieder quer. Gott. Ja, guck mal, was jetzt aber alles auf uns zukommt. Die Enfield ist halt so fucking laut. Empty Whiskey Bottle. Ja, also wir können... Oh, Bandage. Wir können es nur wieder machen, Flori. Also anders geht's nur echt nicht. Weißt du, was ich meine? Das klingt sehr falsch, wenn man nicht weiß, um was es geht. Was? Das klingt sehr falsch, wenn man nicht weiß, um was es geht. Ja. Gut, na dann. Ich mach das jetzt so, komm. Ja. Wie das hier oben schon wieder aussieht. Gestern hieß es gibt 10 Minuten Respawn-Zeit für die Viecher, oder 5. 1, 2, 3, 4, 5 kommen nach die Treppe hoch jetzt. Das ist okay, und wenn es danach vorbei wäre, wäre okay. Oh, daneben. Treffer. Fuck, ey. Empty irgendwas. Ich hab noch 30 Schuss, es können noch ein paar kommen. Jetzt kommt jetzt wieder einer hoch hier. Kommt noch einer. Gehe ich da wieder lang? Komm. Ja, wenn du hier nach unten guckst, weißt du genau, dass wir hier in den nächsten Wochen nicht runterkommen. Nee, also jetzt dürfte der letzte gewesen sein, den ich jetzt. Aber ich höre hier noch ganz viele, aber die stehen vorm Haus rum. Da kommt der nächste reingerannt. Rein? Willst du vielleicht mal. Oh, da kommt der nächste hoch. Jetzt snack ich dich schon vorm Haus weg langsam. In der Hoffnung, dass das langsam wieder aufhört. Ja, lass ihn erstmal da, vielleicht geht er wieder runter. Okay, gut. Das Ding ist ja auch so eine Einschusswaffe, wa? Ja, Kopf wollen, schon. Wir, wollen wir riskieren runterziehen? Guck mal, es kommt gerade nichts. Ja, komm, mit Kletter runter, gib dir eine Deckung aus der Tür raus. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Kann ich? Nee. Super. Warte, ich muss wenigstens die Decke clear, die Treppe clear haben. Komm. Alter. Jetzt hat er gebuggt bei mir, aber richtig. Richtig harte. Oh, hier ist einer in den Zimmer drin, wenn wir den nicht pullen. Jetzt rennt wir raus, rennen raus. Sprinte. Alter. Wie geil. In die Armeezelte wollten wir. Dreh mal um. Ah ja, ja, ja. Nach rechts, ja. Ja. Boah. Leck mich am Arsch. Ich schwitze noch mehr als vorher jetzt hier. Das war nicht gut, die Aktion. Obwohl, die war eigentlich schon ziemlich cool. Ja, klar war die cool. Oh, aber hier liegt eine Map, wenn du eine brauchst. Nee, du brauchst eine. Ich hab eine. Du hast keine. Ich hätte drei schon wieder haben können. Gibt's ja gar nicht. Tja, gibt's doch gar nicht. Scheiße. Sind die Zombies los, alle? Ja. Guck mal, da oben auf dem Dach, lol. Ja, ja, okay. Ja, kann ich nur dazu, ich kann nur salutieren dazu. Zack. Jo. Armeezelte kommen wir eh nicht durchgeschlichen, das sehe ich jetzt schon. Ja, da hör auf, ich habe nicht mehr so viel Schuss, ey. Das ist das perfekte Snacken. Aber wir können mal ein bisschen langsam Gang machen hier. Und ich nehme mal die Revolver, weil die Enfield, die hast du bestimmt noch Scherno gehört von hier aus noch. Naja, und wenn schon. Jetzt weißt du, warum ich so auf die Enfield stehe. Ne, du hast mal gesagt, auf die Enfield standst du. Ach ne, stimmt. Ja, auf die Winchester auch, das Ding ist fast genauso geil. Ich gehe mal ins erste Armeezelt rein, du musst mir eine Deckung geben. Okay. Nichts. Du musst mich aber immer mit rein. Nichts, lassen, ja. Nichts, nichts. Zweites Zelt gleich dahinter. Es kommt kein Zombie bis jetzt.
Fernglas brauchst du? Ja. Und nimm dir's. Kommt auch nichts weiter. Lass uns mal robben, oder? Robben? Mhm. Ist gerade besser, weil ich habe gerade echt keinen Bock nochmal Zombies. Jetzt? Warum? Nach der Aktion? War doch gut. Ja, ja, ganz toll. Wie immer noch da oben rumpimmeln. Nee, doch nicht. Guck mal, da liegt schon wieder ein Panzer. Ach nee, du hast einen Panzer da stehen? Nee. Und die Vorräte. Das da rechts unter den Tarndach. Oh Gott. Das war nichts für meine Nerven, ey. Da ist bestimmt jetzt ein Armee-Zombie drin und kommt uns gleich so entgegengesprungen. Ja, beide solche. Klar. Das ist Bluttransfusion, das war der Urshit. Da kann ich den Scheiß jetzt offen liegen lassen mittlerweile. Hier ist leer. Gut, der spawnt hier gar nichts. Aber die haben die wahrscheinlich gerade alle weggekniftet. Das kann sein, weil wie gesagt, wenn der Respawn bei 5 Minuten ist. Also hier ist auch bis, nichts. Bis hierher hast du bestimmt. Oh, jetzt haben wir gepult einen. Wo? Ich weiß nicht von wo, aber ich habe dieses gehört. Ja, ich auch schon die ganze Zeit. Okay, direkt im Armeezelt ist hier einer drin, da ist auch nichts drin, die sind alle leer. Okay. Das ist jetzt äußerst dreckig. Naja. Was machen wir jetzt? Zurück zum Auto. Und dann Airfield. Ja. Okay. Scheiße, ich hätte gerne noch Munition gehabt. Ich auch, auf hinten beim Airfield. Ja, komm. Kann man nicht. Springt es schon wieder ab wie so ein. Ja, wir machen einen großen Bogen, da bin ich ganz arg dafür nach der Aktion jetzt hier. Hinten im Wald gibt's dann erstmal. Nee, Happy Happy Boy noch gar nicht. Hinten im Wald gibt's erstmal einen Traktor. Nee. Halt! Bleib mal stehen. Guck mal hinter, als ob ein Zombie kommt. Nein. Ich brauch was zu trinken. Dann. Ich hab. Ich meine bloß, ich brauche was von, ich muss was nehmen. Ja, wir sind hier übelst schlecht an der Stelle, um an unser Auto zu kommen. Ich guck mal kurz auf die Map. Wir gucken schon in die richtige Richtung, aber wir müssen nochmal durch die Stadt durch. Ja, super. Ja, wir nehmen hier außen, ich glaube, das ist zombiefrei einfach. Wir machen einen kleinen Bogen. Das passt ganz gut, glaube ich. Das bauen wir bestimmt gleich wieder im Wald, 50. Ja. Ah ja. Ah, das war gar nicht so verkehrt, Billy. Wir machen ein bisschen Action hier. Bisschen Minigame. Da, guck mal. Finde den Ausgang in den 1000 Leichen. Guck mal, da liegt irgendwas, oder nicht? Tue ich mich da? Da liegt irgendwas. Oder ist das Original, also ist das so hingeskripteter Müll? Das ist ein Armee-Zombie. Ach, Armee-Typ. Der tot ist und da sind schon wieder 1000 Zombies, das heißt Schleichmodus. Was siehst du jetzt hier? Nichts, bloß Müll, okay. Und durch die Distanz-View Gothic Rasen konnte man hier ziemlich komische Sachen sehen gerade. Renne. Na, alles gut. Ne, ich renne jetzt einfach, weil es braucht ja sonst nur Zeit. Zeit. Ich nenne mich wirklich SpongeBob, wenn der Typ sich immer Patrick nennt hier. Patrick. Wie gesagt, wenn er so heißt. Da musst du dich aber Thaddeus nennen. Was? Nein. Wenn ich irgendwas nicht mache, ist das noch irgendwas nach SpongeBob machen oder irgendwas da mitmachen oder. Hast du nicht gesehen? Wir können jetzt nochmal in das rote Haus rein und gucken, ob ich da noch Enfield-Munition habe, aber das lassen wir, glaube ich, gerade. Das lassen wir, glaube ich, wirklich gerade, weil. 1, 2, 3, 4 Zombies draufstehen. Ja, ich guck nochmal durch das. Währenddessen du das Auto ausparkst, guck ich nochmal in den Bauernhofkomplex, weil so, da liegt es eigentlich gerne drin. Dann müsstest du nur die Tür vorne aufmachen. Ach nee, das kann ich auch. Krieg ich, glaube ich, noch hin. Ja. Aber ich kann ja nie Türen aufmachen. Ach, ich sehe das Haus sogar schon, oder? Nein. Nicht da geradezu? Nee, oder? Nee, lange nicht. Wir müssen es auch ein bisschen weiter hier links halten. Ja, stimmt, viel weiter links müssen wir noch. Wir müssen richtig links, wir müssen da so lang. Ja, ah, ruhig bleiben. Wir nähern uns ja. Ich wollte hier bloß durch zombiefreies Gebiet, also so halbwegs. Wir können auf dem Dach gehen, da ist immer zombiefrei. Jetzt schon. Da geradezu ist der Komplex, da müssen wir rein. Hatte ich wieder einen Zombie? Und den Zombie, der links nehmen wir auch mit. Der fährt mit. Hinten. Zombie links. Ja, ja, ich sag ja, der kommt mit. Ich hab mir vorhin schon ganz stark überlegt, ob ich mir so einen Zombie-Skin reinmache. Sieht echt enorm dolle dann so aus.
Und wenn die rennen, rennen die ja genauso wie du, dann wankeln die mich nicht rum. Ja, Sonne scheint noch. Kannst du mit dem Fernglas in die Sonne gucken und dann brennen da die Augen so richtig raus. Ich hab die Hammer, die Idee. Ich weiß. Ich hab nur so eine Idee. Nee, vorne rein. Hier. Oder auch nicht. Wo bist du rein? Ach, hier. Verpiss dich, Zombie. Ich lenk die alle hier ab in das Ding hier rein. Ja, genau. Außer die, die hier hinten alle sind, wo ich gerade lang renne. Okay, gut, ich hab schon wieder 30 Zombies. Alter. Ja, hier steht auch einer genau am Weg. Ja, den einen kriegen wir auch gerade noch. Oder auch nicht jetzt. Das war sehr schlecht. Noch ein Zombie, noch ein Zombie. Naja, was soll's. Drei Zombies hinten dran, schon wieder vier jetzt. Ne? Naja, wenn du im Auto sitzt, bist du ja safe. Oh, Klopapier hab ich gefunden. Nee, die zerhauen das Auto. Mit dem Hubschrauber haben die überhaupt nichts getan. Ja doch, die zerhauen die Windschutzscheibe und so. Ich renne jetzt einmal durch diese Bauernhalle hier durch und dann... What the fuck war das? Ein Zug hat gehupt. Das war aber rechts von uns. Das war außerhalb des Spiels. Ja, ja, das ist nicht im Spiel, weil da habe ich mitgekriegt. Ich halte die Viecher weg. Warum geht schon wieder nur noch eine Tür auf? Ach, Alter. Ich mach die andere auf. Du bist. Muss man die einzeln aufmachen? Ja, was ist mit denen da los? Wo geht der hin? Der kämmt meine Tür ab. Du Arsch. Das ging nicht. Die geht nicht auf. Doch, das geht. Okay, gut, das geht. Ui, jetzt hol das Auto raus. Ich nehme die Nein! Blutverlust und solche. Das gibt's doch gar nicht. Ein Hit, das ist echt lächerlich, ganz ehrlich. Ist das ein Witz oder was? Soll ich mich sterben lassen? Du willst mich mit dem Auto abholen, oder? Nee, nimm, bandagier dich, hol das Zeug. Go, go, go. Was für ein Zeug? Na, dann sollst du das Zeug nehmen. Das ist doch echt verschwendet. Guck mal, jetzt habe ich beide verschwendet. Naja und? Ist doch nicht verschwendet. Natürlich. Quatsch. Du durftest vorhin keins nehmen, weil ich das gesagt habe und ich nehme jetzt gleich zwei hier. Ja, ist doch okay. Ich nehme das Auto. Pass auf. Driver. Hast du es gesehen bei dir? Einer hat sich weggekickt, ja. Hinten hängt einer dran an dir. Halt, stopp. Kommst du? Schnell, ja, komm. Schnell. Okay, gut. Oh, na, das ist jetzt natürlich übelst die Flucht hier. Wir können nachher auch gerne die Plätze tauschen. Oh mein Gott, du musst davon durch das Tor, ne? Jetzt aber. Handbremse. Drift, ganz krasser. Ist erstmal weg hier, ist mir Wurst, wir können dann gerne wieder tauschen. Okay, gut. Weg da. Sepp mal stehen. Ich bleib nicht stehen, wir haben noch. Oh, das ist aber schnell. Ich hab keinen Zombie mehr. Ja, stehen. Ja, ja, von wegen, guck mal, was da hinten kommt. Ja, komm. Ja, komm, steig ein. Hast du dein Zeug schon genommen? Was für ein Zeug? Was für ein Zeug? Antibiotika, das ist alles Gier. Hallo, ich würde gerne einsteigen. Danke. Wir müssen übrigens rückwärts raus, um da hinzukommen. Nee, vorne auf die Straße wieder, wo wir vor uns waren. Naja, hier lang erstmal, ne? Ich weiß hier den Weg. Ich kenne den raus, wenn ich jetzt von hier aus. Zum Airfield. Zum Airfield meinst du? Okay, nee, gut, da musst du mich navigieren. Ja, wo willst du denn sonst denn jetzt? Nein, das ist richtig. Ich wollte noch ins Industriegebiet, das ist nicht mehr wichtig, weil unser Auto ist ja ganz. Wo wollen wir da? Hau raus, wo lang? Rechts, links? Links, oder?
Wenn möglich, links ab. Biegen. Dann fahren wir nämlich die Straße bis ganz zum Ende. Boost. Jetzt haben wir ja genug. Ja, Sprit haben wir auch ausreichend, oder? Naja, sag ja, einer reicht für einmal komplett auffüllen. Wir haben zwei und noch einen 5 Liter Kanister. Ja, eben. 1000 getötet und Zombies. Ja. Guckst du auf die Map? Ich weiß, dass die Fahrstraße irgendwann aufhört, deswegen frage ich. Ja, ja, immer geradeaus weiter. Okay, warte, ich fahre jetzt immer geradeaus. Bevor die aufhört, müssen wir irgendwann, pass auf, die nächste Straße müssen wir links rein. Und dann gleich wieder rechts. Nächste. Jupp. Muss sagen, wann die kommt. Das weiß ich nicht. Ich habe die Map nicht immer offen. Das wäre langweilig. Jetzt links. Hier. Hier wäre es gewesen. Jetzt dreht er wieder ganz special dich um. Ja. So, vorne an der Kreuzung, dann rechts. Ja, rechts. Jetzt. Jawohl. Und dann die nächste links. Dann kommt schon welche rein? Ja, ja, genau. Perfekt. Dann immer weiter, immer weiter. Ich guck mal gerade. Genau. Rechts kommt dann ein kleiner Feldweg. Den muss ich lang. Dann ran. Genau. Gut. Den dann immer nach, dann kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Jetzt kommt die Action wieder. Jetzt geht hier ein Feldweg rechts rein. Genau, den müssen wir jetzt einmal rein. Hier, jawohl. Korrekt. Oh je. Yeah. Aber mit dem Boost fährt er hier auch schneller. Ja, ja, man fährt hier schnell genug. Schneller als man läuft. Boost weglassen. Boost rein. Ja, aber auch dann ist er schneller als wenn man laufen will. Boost reinmachen? Okay, das ist bergauf. Das ist Cheater, wo wir es halten. Naja, die Straße immer. Es gibt jetzt keine Alternativstraße dazu. Es gibt keine Alternativstraße dazu, Mann. Oh, kommt mal wieder auf eine richtige Straße. Ach, das dauert sehr lang. Nee, ich meine jetzt auf eine Fahrstraße halt wieder, nicht auf so einen komischen Weg hier. Nein, wir bleiben jetzt erstmal auf so einem komischen Weg. Eine Fahrstraße, doch, die gibt's hier hinten, lol. Wo lang? Ich weiß nicht, ob wir da unbedingt schneller werden. Nee, das wäre jetzt nochmal ganz zurück. Nee, gut. Ich glaube, das ist immer vom Laufen drin hier. Aber die Landschaft ist ja äußerst lustig, also ist cool, denn hier kommen ja relativ größere Felsen und alles. Das Quad wäre jetzt hier genial, weil damit kannst du hier 50 fahren. Ja, aber unser Quad war ja der Meinung, um entscheiden zu müssen. Und wer hier zickt, fliegt raus. Nein. Ist angenehm, also eine kleine Landtour hier. Aber bleib mal stehen, bitte. Dann mache ich jetzt nämlich einmal Gear. Und mal die. Der Enfield ist da noch Platz drin. Ja, dann nehme ich ihn mit rein. So. Weiter geht's. Jetzt habe ich das Ding nämlich nicht immer in der Gusche zu hängen. Darf ich nur nicht vergessen, die gute alte Enfield, ne? Hat voll den Arsch gerettet, das Ding dann. Nee. Das ist Power jetzt hier. Ja, Mann. Ich mach wieder Nitro-Modus rein. Also, hä? Was denn? Was hältst du da fest, aber ich kann das so genau identifizieren, was. Ich bin ja die ganze Zeit schon mal gelaufen, das war ätzend. Na dann. Vielleicht finden wir ja wieder so ein schönes Flugzeug. Um das dann direkt wieder zu versenken, ich meine, ich war ja nicht mit dabei, aber... Ich kann so ein Ding fliegen, ich kann das nicht so komisch wie er. Obwohl, wenn der sie dann hackt in dem Moment, kann er auch nichts dafür. Du siehst ja halt auch nicht, wo du hinfliegst, ne? Bei Arma kannst du halt wirklich recht weit gucken, so ein Kilometer, hier kannst du 100 Meter gucken, das war's. Ui, die Reifen nutzen sich ganz schön ab auf den Untergrund hier. Ich sehe es nicht. Siehst du das? Ist das so? Naja, ist jetzt schon dunkel, hellgrün. Naja. Tappt sich bald ins Gelbe. Das ist aber nur wegen dem Weg hier, glaube ich, gerade. Ziemlich merkwürdig. Stell dir mal vor, du würdest mit dem Auto über den Feldweg fahren und dann werden deine Reifen nach 10 Meter im Arsch. Realistisch. Qualitätsware. Hier sind übrigens Zombies.
Voll, voll erschrocken, hier kam mir auch immer total viel Zombies nach. Hier ist ein Haus, wo man rein kann, aber da ist nichts drin. Ja, nee, nee, das ist auch nicht, da ist gar nichts. Wir sind da so frei, das ist cool. Ich hab nie hinter uns geguckt, irgendwie.